Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei My Supermarket. Da ich darauf angesprochen wurde, nicht nur in den Kommentaren, sondern eben auch auf Discord, ob ich denn nicht doch neu starten will und das Ganze auch zeigen von Anfang an, mache ich das natürlich sehr gerne, weil so ein bisschen ist es natürlich schon Kuddelmuddel. Ich habe es jetzt nochmal probiert, aber das ist einfach, naja. Ich würde einfach sagen, ich mache ein neues Spiel, nenne das dann auch ganz normal Bobas Shop für die Staffel 2. 2.2. Ich weiß nicht, ob ich einen Punkt setzen kann. Ja, geht. So, Spieleinstellungen. Es gibt ja jetzt neue Spieleinstellungen. Es gibt einmal zum einen Sandbox, wo man dann unendlich Geld hat. Man kann hier auch bei den Sandbox-Einstellungen so einiges verändern. Es gibt einfach mit 40.000 Startkapital, wo man dann auch eben hier ein paar Sachen verändern kann. Da gehe ich auch gleich drauf ein. Es gibt hart, wo man dann nur mit 5.000 Anfangsgeld loslegt und Ruf verdient man fast gar nicht. Und es gibt normal und ich würde auch auf normal bleiben. Das Anfangsgeld 20.000 lasse ich. Ruf verdienen Multiplikator würde ich mir, würde ich sogar lassen, auf einfach, also auf normal. Kundenfrequenz lassen wir auch auf normal. Wir schalten allerdings nicht alle Anwendungen frei, weil das wäre jetzt ein Quatsch. Wir lassen das auf off. Genauso alle Produkte freischalten lasse ich auch auf off, weil sonst fragen die nämlich die ganze Zeit nach Artikeln, die ich noch gar nicht habe. Kundenbudget-Multiplikator lassen wir auf normal. Der Glücksdrop, den lassen wir auf normal. Müll machen wir auf jeden Fall runter und ich würde sagen, da gehe ich wirklich auf 0,1. Ich habe das mal ausprobiert mit 0,2, selbst da ist noch ganz gut was zum Saubermachen, deswegen gehe ich auf die unterste Stufe mit 0,1 und eben auch den Boden, also der Dreck auf dem Boden. Das sind nämlich die zwei Dinge, die mich am meisten genervt haben in dem Spiel, weil du halt ständig den Laden vollgemüllt hattest und du gar nicht hinterherkamst mit dem Saubermachen. Deswegen setze ich die runter auf 0,1. Läuferfrequenz, das hat wahrscheinlich was zu tun mit den Typen, die da rumrennen, so wie jetzt da draußen. Könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen runtersetzen, vielleicht auf die Hälfte, auf 0,5, wenn es geht. Nee, komme ich nicht ganz hin. Diebesfrequenz. Ja, die lasse ich jetzt einfach mal auf 1,0, das passt schon. Sobald wir nämlich den Sicherheitsdienst haben, wird der sowieso gecached. Also von daher passt es. Busfrequenz lassen wir auch. Von daher würde ich sagen, wir beginnen ein Spiel, ein neues. Brauche ich nicht. Dankeschön. So, jetzt müssen wir natürlich loslegen. Ne? Wir haben 0 Uhr. Wir brauchen natürlich erst einmal unsere Möbel. Und das Wichtigste ist natürlich die Kasse. Die würde ich auch gerne hier in der Nähe vom Eingang hinstellen. So dass die Leute dann auch hier gleich wieder raus können. Dann brauchen wir Reinigung. Auf jeden Fall die Mülltonne. Die würde ich. Ja, die setze mal einfach neben die Kasse dann ans Kopfende quasi. Kommen dann dahin. Dann brauchen wir trotzdem den Hausmeisterwagen, den setze ich hier mit dahinter, weil die Türen gehen ja eh nicht auf, die lassen wir einfach da. Dann Möbel, also Regale. Ich werde gleich loslegen mit den großen Regalen, dass wir da auch was unterbringen und ich fange auch da hinten einfach in der Ecke an und würde sagen, wir machen auf jeden Fall drei Regale. Du hättest Shift drücken müssen, Junge. So, jetzt. Wir machen auf jeden Fall drei Regale. Na, magst du nicht? Doch, jetzt. Drei Regale, also für drei Produkte. Und wir kaufen Lagerregale auch gleich zwei Stück. Es lohnt sich nicht, das große Lagerregal zu kaufen. Es kostet 150, das 300, also es kostet zwar das Doppelte, aber es gehen, glaube ich, nur vier Artikel oder sowas mehr rein oder drei Artikel nur mehr rein. Also es bringt nicht wirklich was, wenn man die großen Lagerregale kauft. Also ich finde die kleinen Regale immer noch am besten. So, lasse ich auch gleich hier daneben stehen, dass wir wieder einen kurzen Weg haben zum Auffüllen. Dann werden wir gleich mal kaufen.
Obstregale. Obstregale würde ich jetzt hier mal ent. Ja, würde ich da jetzt mal herstellen. Dann machen wir auch am besten gleich, wenn es geht, zwei Stück oder vielleicht sogar drei Stück. Dann machen wir gleich drei. Machen wir hier gleich den nächsten. Kühltruhen oder sowas kaufe ich jetzt noch nicht. Warte mal, wenn du. Dann stell gleich vier hin, komm. So, Kühltruhen kaufe ich noch nicht, weil das kommt, glaube ich, relativ spät erst, das Zeug. Von daher ist das ausreichend. Dann würde ich sagen, stelle ich hier das Lagerregal hin für das Obst. Und wenn es dann mehr wird, dann stellen wir hier nochmal ein Lagerregal hin und dann hier nochmal vier so Obsttheken. Da muss ich mal schauen. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz passend da hinten, weil da werden keine drei Regale hingehen, aber ist egal. So, die ersten Produkte. Wir können ja leider noch nicht eine Mindestbestellung und so weiter machen. Ich mache jetzt halt überall mal 100 Stück. Ganz egal, auch wenn sie jetzt teurer sind. Wir haben ja trotzdem immer noch einen Profit von 91 Cent. Auch wenn wir jetzt halt hier ein bisschen mehr zahlen, 1,09 Euro anstatt 99 Cent. Also es geht schon, ist auszuhalten. So, Brot machen wir 100. Eier 100 und die Milch 100. Also auch hier, man sieht ja hier den Profit mit 1 Euro und 11 oder 1,11 Dollar und hier sind es dann auch immer noch 45. Ich bleibe deswegen jetzt halt mal auf 100 Stück pro Artikel. So, das sind 504 insgesamt. Leider kann ich noch nicht die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Da müssen wir uns wirklich hocharbeiten, bis wir hier 0,5 Stern haben. Aber dann können wir die Dienstleistung aktivieren und können dann auch eben die automatische Bestellung einrichten und der Security. So, und ich bin mal gespannt, wie es läuft, weil irgendwie wurde anscheinend schon wieder ein Update gemacht und wenn ich jetzt an die Kasse gehe und F drücke, dann zoomt es mich hin. Deswegen musste ich die Kameraentfernung etwas ändern, weil das hat mich irre gemacht. Mich hat so nah rangezoomt, dass ich wirklich nur noch die Kasse im Blick hatte und sonst nichts mehr. Und das wollte ich nicht. So, Brot. Einmal rausnehmen. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich das nicht angegeben habe. Soll bitte hier rein und dann auch bitte hier rein. Ich muss das jetzt mal schnell umräumen. Geht halt nicht anders. So. Das kommt ja dann später immer hier rein. Also von daher ist es jetzt halt keine große Sache. Rein damit. Dann nehmen wir uns mal 30 Äpfel raus. Da fange ich jetzt auf der Seite an. Dann nehmen wir uns ungefähr 20 Ananas raus. Oh, habe ich sogar exakt erwischt. Oh, da gehen sogar 30. Ja, cool. Platzieren. Dann muss die Milch rein. Wir haben fast 7 Uhr. Um 9 Uhr geht der Laden auf. Und dann gucken wir mal, wie lange es dauert. Also es wird nicht allzu lange dauern und dann werden die ersten Produkte wahrscheinlich schon wieder aus sein. Weil ich jetzt halt nicht so viel bestellt habe. Ich muss mich diesmal auch zurückhalten. Zumindest versuche ich es, dass ich immer nur so um die 100 Artikel drin habe. So, Eier noch da rein. Verdammt. Ich wollte eigentlich alles nehmen, was geht. So, rein mit den Eiern. So, 57, wunderbar. Was mir halt wirklich gefällt, ist, dass die Preise sich jetzt nur noch täglich ändern und nicht mehr 10-mal oder, nee, keine Ahnung, 12-mal oder, bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, es wurde sogar stündlich oder sowas, wurden die Preise geändert, was total bescheuert war. So, da habe ich jetzt natürlich kein Licht auf den Äpfeln, aber okay, was will ich machen? Lampe kaufe ich jetzt halt nicht. So, wir könnten jetzt noch mal gucken, dass wir die
Artikel, die jetzt günstiger sind. Vielleicht hier nochmal jeweils 25 Stück nehmen. Hier auch 25 Stück. Dass wir die im Grunde immer schauen, dass wir die so auf 100 Stück haben oder so. Und ja, bei den anderen Sachen, da hoffe ich halt einfach mal, dass die vom Preis runtergehen. Ansonsten würde ich halt wirklich nur so viel bestellen, dass ich das Regal voll bekomme. So, Tag Nummer 1. Wir gehen mal ganz kurz nochmal aufs Tablet. Und zwar wegen Verwaltung. Kann ich noch nichts machen? Ne? Kleiderschrankprodukte. Ach so, ich kann die Öffnungszeiten erst ändern, wenn ich die Verwaltung habe. Und die wird erst am zweiten Tag freigeschalten. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier halt von 7 bis 17 Uhr offen haben. Naja, gut. Ist einfach so. So, das habe ich ja schon erklärt mit diesen Zeichen. Also die findet es jetzt recht günstig mit den Ananas. Und wenn die zum Beispiel reinkam in den Laden und wollte zwei Ananas kaufen, kann es durchaus sein, dass sie dann doch drei oder vier nimmt, weil sie es einfach als günstig empfindet. Ja, nimm halt zu viel Milch, weißt. Also das hat er nicht geändert. Die Leute nehmen immer noch extrem viele Artikel. Ich weiß nicht, warum man das nicht reduziert, dass man sagt, okay, wenn Kunden reinkommen, dass die dann halt nur, keine Ahnung, maximal zwei oder maximal drei Artikel nehmen von einem Produkt. Gut, am Anfang haben wir eh noch nicht so viel, ne? Da muss ich jetzt halt schauen, dass ich mit hinterherkomme. Beim Nachräumen dann. Vor allem, wenn es dann mehr sind. Ich denke mal, dass ein Bus irgendwie am zweiten oder dritten Tag kommen wird. Wird dann ein wenig was los sein. Aber das ist auch okay. So, du hast alles, was du wolltest. Es wird auch nicht lange dauern und dann kommen die erste Neuware dazu. So, der hat jetzt dieses gelbe Zeichen. Das ist im Grunde für ihn noch ein Preis, der in Ordnung ist. Aber er kauft halt tatsächlich nicht mehr, als er haben wollte auch. Also insofern, ich müsste mal gucken, dass ich die Preise. Wie viel Milch nimmst denn du? Wahnsinn. Eier habe ich vorher auch da. Ich habe Eier. So, wenn er jetzt noch Mehl genommen hätte, hätte ich gedacht, er macht Pfannkuchen. Okay. Können wir mal schauen bei den Preisen, weil ich kann ja zum Beispiel die Milch ein bisschen teurer machen, ne? Ich könnte hier zum Beispiel auf, ja, zu 40 zum Beispiel gehen. Dann wird vielleicht nicht mehr so viel gekauft. Die Eier findet sie. Ne, ich sehe es wieder nicht, ne? Ich weiß nicht, warum man das jetzt hat so zoomen lassen. Wenn man an der Kasse steht. Sag mal. Ist trotzdem noch günstig. Okay, warte mal. Dann machen wir hier mal bei den Eiern machen wir mal ein wenig mehr. Machen wir mal ja, einen Euro. Das passt schon. Beim Toast machen wir auch mal ein bisschen mehr. Da, genau, gehen wir auf 4. Obst, Gemüse, die Äpfel machen wir auf 83. Und die Ananas machen wir auf 2. So. Stehen schon 2 da. Schade, dass man die Müdigkeit der Kunden nicht deaktivieren kann. Das wäre eigentlich auch noch ganz nett. Dass die nicht so schnell genervt sind und irgendwo die Sachen in die Ecke schmeißen. Ich muss nur ein bisschen da vorne den Bereich im Auge behalten, weil wenn doch ein Ladendieb jetzt schon kommt, dann komme ich wieder nicht hinterher.
schau mal. Also ich habe jetzt geplant für die heutige und für die nächsten zwei Folgen mindestens eine Dreiviertelstunde, dass wir vorankommen, dass wir schnell an dem Punkt anschließen können, wo wir waren. Wir waren ja da bei Tag 31, wir hatten ja schon einiges an Artikeln, dass wir da vielleicht auch wieder anschließen können. So, Äpfel. Ananas. War sogar zu viel. Die Milch auf jeden Fall einmal. Und die Eier einmal. So. Weg damit. Gut, da muss ich mal schauen. Ach, ich kann noch nichts einstellen. Ne? Das ist das. Aber wir haben ja Tag 1. Wir haben ja dann den Tag gleich zu Ende. Wir könnten jetzt mal schauen, was wir nachbestellen können. Die Milch ist ja teurer. Der Toast. Toast haben wir jetzt noch 100 Stück. Noch haben wir Milch da. Und beim Obst, da könnte man nochmal 50 Äpfel nehmen. Ja, sind wir zwar ein bisschen drüber dann, aber das ist egal. Wenn die so gut verkauft werden, dann kann ich da auch ein bisschen mehr drin haben. Aber 100 ist eigentlich so, oder besser gesagt 200 ist eigentlich so das Ziel von jedem Artikel. Das werde ich dann eben auch so einstellen, wenn wir den automatischen Kauf einstellen können. Neues Produkt, Tomatoes. Jawohl, schauen wir mal, was die gleich kosten. 19 Cent. Kaufen wir gleich mal 200. Wir machen aber den Preis gleich mal etwas höher. Könnte ich aber, wenn ich schon sage 200, könnte ich die Äpfel eigentlich auch nochmal nachkaufen, ne? Weil der Normalpreis ist 39, dann könnten wir hier nochmal 50 Stück zukaufen. Dann hätten wir nämlich da knapp 200. Das ist ja in Ordnung. Und was war es? Brot, ne? Glaube ich, war noch günstiger. Brot 1,33 anstatt 1,99. Da kaufen wir dann nochmal die 100 mit dazu. Und dann haben wir hier 200 auf Lager, dann passt es doch. Und am nächsten Tag hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dann in Ordnung geht. Also, dass die anderen Artikel auch noch günstiger werden. So. Sauber machen. Irgendwo war ein Dreck. Da. Jawohl. Verwaltungsanwendung ist freigeschaltet. Alles klar. Verwaltung. Wir können jetzt nämlich den Laden vielleicht mal ein bisschen früher aufmachen. Und auch vielleicht bis 20 Uhr. 8 bis 20 Uhr. Supermarktbereich. Jetzt mit dem Kaffeebereich. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also ich blicke da nicht durch. Ich habe versucht, irgendwie einem Kunden einen Kaffee oder so zu servieren. Puh, keine Chance. Irgendwie raff ich das nicht. Was haben wir noch? Okay. Gut. Und hier müssen wir warten bis 0,5. Wir haben jetzt ja gerade mal 5%. Hätte ich jetzt natürlich den Multiplikator aktiviert, würde das ein bisschen schneller gehen. Aber wir würden dann auch schneller die Produkte hinzubekommen. Glaube ich zumindest. So, wir überspringen den Tag. Dann gucken wir auch gleich einmal rein, was von den Produkten hier vielleicht. Also die Ananas bräuchten wir auf jeden Fall. Die ist bei 1,22. Die ist gleich nochmal teurer geworden. Ne? Aber ich habe fast nichts mehr da. Warte mal. 50 Stück. Na gut, ich habe noch 54. Dann lasse ich das mal. Aber wir können 150 Eier und 200 Milch. So. 150 Eier und 200 Milch. So. Dann ist das okay. Jep. Passt.
So, manchmal möchte ich ein bisschen vorspulen, aber wir sind ja noch am ersten Tag oder am zweiten Tag jetzt. Ich überlege auch, ob ich wieder was von diesen Dingern hier kaufe. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Den Kaugummi- oder Gummiballmaschine, die werde ich auch erst kaufen, wenn ich die freigeschalten habe. Soda-Automaten, ne, mit einer Vielzahl von erfrischenden Getränken. Ich weiß halt nicht, was das bringt, ne? Das könnte jetzt ja sein, dass ich den für 3000 hinstelle, aber jedes Getränk dann eben nur 2 Dollar bringt oder sowas. Oh, Tomaten, ja, du hast recht. Tomaten, die kommen jetzt mal ganz da hinten rein. Oh, schnell. Zu früh auf die F-Taste geklickt. Passt, 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 passt. So, darf gerne auch ein Bus mal kommen. Dann geht es zwar hier drunter und drüber, aber das würde mich nicht stören. Ein bisschen mehr Produkte verkaufen. Äpfel könnten 10 reingehen. Weil ich denke, dass ich das so machen werde, dass ich immer in der Früh kaufe, die günstigen Produkte. Und wenn der Tag dann rum ist, am Abend dann nochmal die günstigen Produkte nehmen. Dass ich da einfach immer schön auffüllen kann. So, Ananas warte ich jetzt mal ab. Wenn die tatsächlich G0 gehen, dann würde ich die im Grunde nochmal nachkaufen. Aber ansonsten warte ich, bis die billiger werden. Das ist natürlich echt schön, dass man das so abpassen kann. Und ich denke, mit 200 Artikeln bin ich wirklich schon mehr als gut versorgt. Tomaten sind billig? Warte mal, das geht ja gar nicht. Tomaten, hä, sind die teurer geworden? Aber die habe ich doch schon hochgesetzt. Machen wir mal 45. Schauen wir mal, wie das ankommt. Für manche Kunden ist natürlich dann wieder das eine oder andere Produkt zu teuer. Das ist ganz klar. So ist es ja immer. Aber andere Kunden kaufen es dann wiederum. Ich denke, das wird ein bisschen dauern, bis man da so einen Mittelwert. Oh, da kam tatsächlich ein Bus. Gerade noch gesagt, es könnte gerne ein Bus kommen. Das ist nur die Sache, dass die mir wahrscheinlich die Regale recht schnell voll leerräumen. Vollräumen, ja. Es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. Ja, lasst mich halt bitte an das Regal ran. Das ist halt der einzig negative Aspekt, ne? Den da wollte ich eine reinhauen. Entschuldigung. Ja, dass der jetzt natürlich sauer ist auf mich, das ist auch klar. Bisschen die Kamera runter, dass ich sehe, sollte da noch einer kommen. Ich hätte die Diebe natürlich, wie gesagt, auch runterstellen können, aber soll ruhig drin bleiben. Anfangs muss ich mich drum kümmern, später ist es ja dann der Security, der sich drum kümmert. Der Security kostet mich zwar auch jede Stunde, ne, aber alle Pfeile nach unten, jawohl. So, gehen wir mal gleich rein. Zucker ist billig. Machen wir 200. So, schauen wir mal, wo wir gleich auffüllen können, wo am wenigsten drin ist. Beim Brot können wir auf jeden Fall einmal reinpacken. Bei der Milch können wir dreimal reinpacken.
Schnell mal abkassieren. Gut. So, bitte nicht da rein. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Verdammt, jetzt habe ich dieses Päckchen aufgehoben. Das Schlimme ist, wenn du das Päckchen aufhebst, du bist halt dann... Du musst es halt verräumen, sobald du es in der Hand hast. Ne? Das ist echt... Würde jetzt ein Dieb da sein und es wären mehr Artikel als das, was jetzt war, dann kannst du den nicht verfolgen. Das ist echt total bescheuert gemacht. Aber das ist, ich sag mal, das ist eine Kleinigkeit. Da rege ich mich jetzt halt nicht drüber auf. Ich wollte es nur erwähnt haben. Also nicht, dass ihr denkt, ich meckere jetzt halt hier rum. Nee, das passt schon. Es ist nur, müsste ein bisschen besser gelöst sein, weil man kann, glaube ich, die Sachen nicht einfach aus der Hand rauswerfen. Zucker, ja. Zucker wollte ich. Ach nee, warte mal, da brauchen wir ein Regal. Wir brauchen noch ein Regal, Regal, Regal. Hier, zack. Ohne Regal geht das gar nicht. Machen wir schnell einen Karton rein. Zwei. Der hat doch gerade noch gefragt nach Zucker. Jetzt kannst du doch... Also man kann es wahrscheinlich auch nicht rechtzeitig reinräumen, selbst wenn die danach fragen. Und man räumt sofort weg. Gut, danke. Rein damit. So, Eier können wir auffüllen. Ananas. Dann schaue ich mal, ob ich einen Zucker gleich rüber bekomme in das andere Regal. Oh. Darf man halt nicht zu lange warten, weil sonst werden die, ups, gelangweilt und schmeißen die Tüte weg. Aber das ist ja richtig... Slow-Mo, muss ich sagen, was jetzt da gerade ist. An Kunden und an Ware, das ist Wahnsinn. Da kommt schon noch mehr. Oh, du findest die billig, die Ananas? Dann muss ich gleich mal den Preis erhöhen. Ananas haben wir schon auf 2, dann machen wir es auf 2,10. Dann können wir mal Milch gleich wieder auffüllen. Zucker. Gleich immer wieder mal ein bisschen was rüberräumen. Nein! Speichern, danke. Dafür klicke ich mich halt gern. Haben wir dann gleich einmal am Ende des Tages. Wir haben ja nicht mehr allzu lange offen, ist noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Ob wir da noch mal was nachkaufen können. Die Ananas noch. So. Man kann hier natürlich auch mehr Artikel in die Hand nehmen. Das finde ich halt auch nicht schlecht. Du kannst hier halt wirklich bis zu 3 Artikeln in die Hand nehmen. Vielleicht auch sogar mehr, ich weiß es nicht. Aber rein theoretisch wäre es möglich. Können wir mal probieren. Aber normalerweise, wenn du rangehst und einen Karton rausnimmst, hast du 10 in der Hand. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, den Zucker hätte ich auch noch gern, dann ist auch das möglich. Nein, ich wollte die Ananas hier nicht reintun. Mensch. Ich wollte es ja nur demonstrieren hier. Richtig interessant wird es dann, wenn du hier 4, 5 Leute stehen hast und ständig das Band voll ist. Gut, dann können wir euch jetzt halt noch schnell den Zucker hier rüber räumen.
So. Noch das eine Päckchen hier. Zack. Füllen wir hier noch auf. So. Also. Zucker. Können wir nochmal 50 Stück kaufen. Dann Milch 50. Das passt schon. Wenn Tomaten und Äpfel noch 70 Äpfel. Tomaten, die sind halt ein bisschen teurer, aber gut. So viel Preisunterschied, glaube ich, macht das immer nicht aus, ne? Nee, ich lasse das mit den Tomaten. Wir bestellen jetzt schon mal die Äpfel. Passt schon, bei den Tomaten warten wir noch. So, schauen wir mal drauf. Wir haben 14%. Dauert halt noch. Wir überspringen den Tag. Die Nacht, meine ich. Dann schauen wir mal wegen den Tomaten. Jawohl, Tomaten sind jetzt halt günstiger. Machen wir 75 Stück. Die Ananas sind jetzt auch günstiger. Da können wir dann gleich 175 nehmen. So. Wunderbar. Und hier ist ja noch alles top. Gut. Und Eier. Dann haben wir da schon mal aufgefüllt. Da passt schon. Jawohl, jetzt kommen noch Tomaten und die Ananas kommen jetzt noch. Oder? Tomaten habe ich doch bestellt. Ja, die sind schon voll. Okay. Gut. Bin mal gespannt, was als nächstes Produkt kommt. Wir haben zwar noch knapp 13.000. Aber das Geld geht schneller weg, als man schaut. So, Bananen. Bananen muss ich allerdings doppelt platzieren, weil da gehen jetzt so viele rein. Ich hätte eigentlich die Tomaten nicht hier rein tun sollen, sondern auf der anderen Seite, dass ich hier wirklich nur Obst habe. Ne? Oder wir machen das später, weil es kommen ja noch viele Sachen dazu. Es kommen ja auch noch Kirschen, Erdbeeren und so weiter. Dass wir die Seite hier zum Beispiel nur für Obst machen und auf der anderen Seite aufbauen und nur für Gemüse. Gemüse und Salat. Hier rein bitte, jawohl, dankeschön. Die mache ich jetzt hier rein. Na, ich wollte die Banane bitte nehmen hier, danke. So. Regnet wieder oder wie? Nee. Hier fallen ja immer wieder die Pfeile vom Himmel, wenn es regnet. Aber das hat er, glaube ich, auch schon besser gemacht jetzt mittlerweile. An den ersten Tagen zieht sich halt das ein bisschen wie Kaugummi. Ne? Deswegen meine ich auch, ich mache jetzt halt eben diesen Part und die nächsten zwei noch mindestens eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, ihr lauft mir hier nicht so oft hinten rum, weil das mag ich nämlich gar nicht. Wenn du nämlich an der Kasse stehst und hinter dir läuft jemand vorbei, dann zoomt es dich ran. Und dann verschwindet im Grunde das Förderband. Und dann haut man dann natürlich Fehler rein, wenn du die Pfeile nicht ziehst oder auch nicht so schnell reagieren kannst dann.
zu teuer, die Bananen. Aber sie sind frisch. Oh, Äpfel. Ich bin mal gespannt, weil dieser Patch, der lief jetzt halt erst heute früh. So, da können wir ja schnell. Ist ja sonst keiner da jetzt. Zwei Milch können wir da rein tun, die Tomate und der Zucker. Zack, so. Mich wundert es bloß, dass der Security jetzt nicht hier außen steht, weil der stand nämlich in dem anderen Spielstand, den ich mal getestet habe, stand nämlich der Security schon draußen, obwohl ich den noch gar nicht aktivieren konnte. Auch komisch. Oh, erst 17%. Wir brauchen halt 0,5, ne? Hier steht es ja. Und deshalb einem Stern können wir dann wieder beide ordern. Einstellen, meine ich. Gut. Kauft ruhig, kauft. Ich glaube, Zeitung wird auch bald freigeschalten. Da brauchen wir dann auf jeden Fall wieder einen separaten Aufsteller. Her mit eurem Geld. Weil wir haben ja jetzt halt noch gar nicht die Artikel, die wirklich den Umsatz bringen. Ne? Und später, dass dann das Fleisch dazukommt und die Kameras zum Beispiel. Und auch die Klamotten, da bin ich auch mal gespannt, wie lange das dauert, bis die ersten Klamotten kommen. So finde ich es eigentlich normal mit dem Dreck. Es ist halt mal ein bisschen dreckig, das ist ja in Ordnung. Aber es sind halt jetzt nicht mehr Berge an Papier und Fliegen und so weiter. Das ist mir schon angenehm, muss ich sagen. So. Äpfel, Tomaten gehen auf jeden Fall 10 Stück rein. Na, schnell noch vorgedrängelt, nee. Aber wir haben es ja gesehen im letzten Part. Es ist halt wieder so, dass die Leute hängen bleiben hinter irgendwelchen Klamottenständern zum Beispiel. Deswegen werde ich die dann auch nicht mehr flach an die Wand stellen, sondern immer mit Abstand. Da habe ich eigentlich gedacht, dass das gefixt wurde, aber anscheinend ist das ein Dauerproblem, was vielleicht nicht so leicht zu fixen ist. So, Produkt, Soda, 200. Halt, schnell ans Regal. Ach, das kann ich noch nicht einstellen, ne? Oh, die wird mir das wieder hierher packen. Warte mal. Ich kann das nicht bewegen wahrscheinlich, weil die schon drauf eingestellt ist, das Ding dahin zu stellen. Oh. Na gut, aber wir brauchen auf jeden Fall ein Produktregal, ganz klar. Ansonsten kriegen wir das Soda nicht unter. Bitte ins hintere Regal, Anna. Ne, sie hat es wieder da vorne. Na gut, was will ich machen, ne? Muss ich es halt wieder umräumen. Das ist halt, die nehmen halt das nächstbeste Regal. Das ist halt einfach so. Aber jetzt ist eh noch nicht so viel los, das heißt, ich kann das noch ganz chillig umbauen. Vielleicht sollte ich da immer zuerst mal einen 10er-Pack bestellen. Einfach, dass ich das dann quasi platzieren kann und dann nochmal nachbestellen. Vielleicht wäre das einfacher. Aber es ändert ja am Preis nichts. Ich habe ja keine,
keine Lieferkosten oder irgendwas. Zack, zack. Er geht zur Kasse, dann gehe ich auch. 20 Uhr wird zugemacht. Wir haben jetzt 19 Uhr, so noch eine Stunde. Vielleicht kommen ja noch ein paar Kunden rein. Weil man hat ja eh immer so lange offen, wie der letzte Kunde hier drin braucht. Hello. So, mal die Banane nachfüllen gleich. So, mal die noch rüber. Schon. Wie schaut es aus bei den Äpfeln, Tomaten? Machen wir mal so. Einmal Ananas noch. Dann haben wir da gleich wieder ein bisschen was aufgefüllt. Wir haben im Grunde ja schon geschlossen, deswegen ist das da oben ja gelb. Aber die letzten Kunden wollen halt noch kassiert werden, ne? Neues Produkt. Wow. Pfirsich. Dann können wir die auch gleich bestellen. Produkte, Gemüse, Pfirsich. Nehmen wir gleich wieder 200. Wir machen den Verkaufspreis auf 95. Passt. So, schauen wir mal, was wir noch nachbestellen können. Im Grunde vielleicht die Banane noch, dass wir da noch mal 50 Stück nehmen. Hier, oh, ich freue mich schon drauf, wenn ich das dann einstellen kann, dass ich da mich nicht mehr drum kümmern muss. Dann heißt es nämlich nur noch kassieren im Grunde. Der Zucker noch. Na, weg damit. Und das Soda. Gut, Pfirsiche. Da können wir, glaube ich, immer in ein Feld 30 Stück reinpacken. Nee, nicht einmal. Da ist dann auch wieder die Frage, ob ich nicht zwei platziere. Ne? Ja, ich probiere es mal mit nur einem. Das passt schon. So, ansonsten passt von den Artikeln Soda, können wir noch gucken. Nehmen wir da auch nochmal 50. Ja, vielleicht noch Milch 50. So, gut. Alles klar. Dann haben wir es auch für heute geschafft, würde ich sagen. Wir sind jetzt bei 23%. Ob wir das natürlich zum nächsten Mal schaffen mit den 0,5%, kann ich nicht sagen. Sehen wir dann schon. Aber ich hoffe es, weil ich würde nämlich gerne die Dienstleistungen freischalten. Vielleicht mache ich auch mal so einen halben Tag oder was voraus schon, dass wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal drin haben. Aber das sieht man mal, ne? Gut 1,5 Stunden musst du rechnen, bis du erst einmal hier den Stern auf der Hälfte hast. Das dauert schon ein bisschen. Na gut. Leute, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.